1 Live. Domian. Das 1 Live Talkradio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 5050. So, Freunde, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio, freie Themennacht. Heute Nacht, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, dann ruft an, Telefonnummer 0800 220 5050. Der erste Anrufer, der schon in der Leitung ist, ist Bernd. Und Bernd ist 37 Jahre alt. Guten Morgen, Bernd. Guten Morgen, Bernd. Hallo, Bernd. Bernd schweigt. Aber da ist jemand in der Leitung, ne? Hört ihr es auch? Hallo? Ja, hallo. Ach, da ist er. Hörst du mich nicht? Ich höre dich jetzt, ja. So. Guten Morgen, Bernd. Ich sage es zum dritten Mal. Ich hoffe, dass du mich jetzt hörst. Ich höre dich jetzt. Schön. Du hast mich angerufen. Um was geht's bei dir? Ja, ich habe ein großes Problem mit meiner Ehefrau. Ja? Ich bin seit 7 Jahren verheiratet. Ja? Und seit 4 Jahren habe ich ein Verhältnis mit der Schwester. Ach, du Liebe. seit 4 Jahren ein Verhältnis mit der Schwester? Ja. Und deine Frau weiß natürlich nichts davon? Die weiß auch nichts davon. Jetzt habe ich ein großes Problem, wenn ich jetzt raus, wenn das jetzt rauskommt, gibt es einen großen Knall. Ja, verständlicherweise. Und ich kann mir auch nicht entscheiden, jetzt, ob ich jetzt zu der Schwester hingehe oder zu meiner Ehefrau bleibe. Das weiß ich noch nicht. Die Schwester, also deine Schwägerin. Meine Schwägerin. Deine Schwägerin. Ist die auch verheiratet oder in einer Beziehung? Nein, die ist geschieden. Seit ungefähr 5 Jahren ungefähr. Ja. Jetzt läuft das seit 4 Jahren. Das ist ja eine sehr lange Zeit für eine heimliche. Wer weiß davon? Nur ihr beiden oder gibt es eingeweihte Freunde? Das weiß keiner. Nur meine Schwägerin und ich. Ne? Ja. Wie oft siehst du deine Schwägerin? Also zweimal in der Woche. Fährst du zu ihr? Fahr ich zu ihr, ja. Ja. Das findet dann alles immer so quasi in ihrer Wohnung statt? Ja, aber bei ihr im Schlafzimmer oder im Wohnzimmer, wo es Spaß macht. Ne? Ja. Also es ist wirklich eine sehr sexuell orientierte Geschichte. Ja, nur Sexbereit, ne? Mhm. Das heißt, so verliebt sein und Herz und so ist da nicht groß im Spiel? 50%. 50%? 50%. Der Rest ist Sex? Ja. Mhm. Wie ist das Verhältnis zwischen deiner Frau und ihrer Schwester? Zu meiner Frau ist das Verhältnis ist so, zum Beispiel im normalen Leben, so zusammen sein, ist das super. Aber wenn ich jetzt... Wir haben eine sehr schlechte Leitung, Bernd. Ich frage nochmal, das Verhältnis zwischen beiden Frauen, wie ist das Verhältnis? Also wie gesagt, meine Frau ist im Sexbereich total beschissen. Nein, ich frage, wie das Verhältnis zwischen den beiden Frauen ist. Verstehen die sich gut? Ach so, nee, die verstehen sich super. Die verstehen sich super? Ja, hab ich jetzt verstanden. Ja, ist klar. Die verstehen sich auch noch super. Das heißt, deine Schwägerin ist oft auch zu Besuch bei euch zu Hause und ihr seid zu dritt und macht gemeinsam oder bei Familienfeiern oder so? Dann heißt es dann... Bitte? Also wenn ich jetzt alleine bin, dann kommen wir mehr intimer zusammen, ne? Ist mir klar, aber es gibt diese Situation, wo ihr zu dritt seid. Ja. Und findest du das nicht sehr belastend für dich dann? Ja, das nervt mich sehr belastend. Und ich meine, jetzt das Problem, ich kann mir jetzt nicht entscheiden, wo ich jetzt hingehe. Also wenn ich mich hinziehe, nach der Schwester oder nach meiner Frau. Ne? Ja, ja, da kommen wir ja schon drauf zu, das ist mir schon klar. Dennoch möchte ich noch was fragen. Du hast es gerade ja schon angedeutet. Sexuell bist du mit deiner Frau nicht so mehr zufrieden? Nein, weil ich mich verklemmt ist. Ja, war es früher auch nicht anders mit deiner Frau, oder? Also früher war es ein bisschen offener. Mhm. Und auf Dauer, auf der Ehebeziehung, ist das ziemlich eingeschlafen. Habt ihr überhaupt noch oft Sex miteinander? Einmal in der Woche vielleicht dann nur noch. Ja. Wenn die überhaupt ist. Ne? Ja. Wenn du mit deiner Frau dann zugange bist, denkst du an deine Schwägerin? Denke an meine Schwägerin. Ja, um dich dann in Fahrt zu bringen, denkst du an die Schwägerin? Habt ihr Kinder, du und deine Frau? Nein, haben wir nicht. Mhm. So, jetzt würde ich gerne mal dich fragen, wie du das Ganze so findest, was du da jetzt seit 4 Jahren machst. Ja, scheiße. Finde ich auch. Bin ich selber nicht zufrieden mit. Also. Ja, finde ich auch, um es noch ganz gelinde auszudrücken. 4 Jahre betrügst du deine Frau mit ihrer Schwester. Ja.
Du hast mir gerade gesagt, die Geschichte zur Schwägerin, das ist nur 50% Liebe. Ja. Und dennoch steht zur Debatte innerlich so für dich, ob du eventuell deine Frau verlässt, um ganz zu der Schwägerin zu gehen? Ja. Liebt die Schwägerin dich denn? Ist da mehr im Spiel als nur 50%? Das ist mehr wie 50%. Also sie würde schon gern, dass du zu ihr kommst? Ja. Mhm. Macht sie Druck? Nee, Druck macht sie nicht, aber sie hat ab und zu mal, sagt sie schon, ich soll mich da, also meine Frau noch trennen. Hat sie denn nicht ein unfassbar schlechtes Gewissen ihrer Schwester gegenüber, wenn sie auch noch so ein gutes Verhältnis mit ihrer Schwester hat? Ja, sie spielt mit der Schwester, ne? Und da bin ich selber nicht zufrieden, ne? Ich finde das ganz schlimm, was ihr da macht, Bernd. Ich finde es wirklich vollkommen beschissen. Tja. So verhält man sich nicht und so geht man mit keinem Menschen um. Nee, eigentlich nicht, aber ist nur mal so passiert, ne? Kann ich jetzt nichts verändern. Nee, nur ist die Zeit, die kann man nicht mehr verändern, die da hinter euch liegt, die 4 Jahre. Deswegen muss jetzt was passieren. Mhm. Ja, jetzt doch die. Bitte? Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll, ne? Ja. Am besten muss ich den Anfang jetzt machen, meine Schwägerin. Ja. Wie ist denn dein Gefühl, abgesehen von der frustrierten Sexualität, sonst zu deiner Frau? Hast du mich verstanden? Die Leitung ist so schlecht. Antworte nochmal. Von der Sache verstehen wir eigentlich ganz gut. Ja. Ich glaube, es bringt nicht viel mit der Leitung. Ich hoffe mal, dass du mich verstehen kannst. Ich habe auch genug jetzt von der Geschichte gehört, um sie beurteilen zu können. Ich finde es völlig, völlig verwerflich, was du da machst. Du musst schnell was unternehmen, und du musst das beenden. Und das Beenden heißt, dass du entweder deiner Frau reinweinen, nein, du musst deiner Frau reinweinen einschenken. Damit ist die ganze Sache sowieso beendet. Ich finde auch, das ist, finde ich, sehr schlimm für deine Frau, denn sie verliert dich und sie verliert ihre Schwester. Aber ich würde jetzt, das muss man ihr sagen, wenn sie auch sehr, sehr, wenn sie das auch sehr, sehr treffen wird, das Ganze. Mhm. Ich finde, da würde ich jetzt nicht mehr rumlavieren und gar nichts mehr. Da gibt es keinen anderen Ausweg. Am besten jetzt rein Wein anschenken. Ja, finde ich schon. Das mir tut sehr, 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 sehr deine Frau leid. Mhm. Was du und was ihr angetan habt. Ganz schlimm finde ich das. Ganz schlimm. Ja, also, gut, den ersten Schritt, dann mache ich das dann. Ja. Hoffe ich auch, dass das sehr, sehr bald passiert. Denn ja. Es ist schon so viel passiert, geschehen. Die Leitung bricht weg, Bernd. Aber wir haben reden können. Ich bin auch noch ganz schlecht. Ja, wir haben reden können. Und du weißt meine Meinung jetzt. Mhm. Alles klar? Okay. Weiß ich Bescheid. Okay, auf Wiederhören. Okay, ciao. Tschüss. 4 Jahre. 4 Jahre mit der Schwägerin. Hier ist Gabi und Gabi ist 44 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Gabi. Ich habe ein Problem mit meinem Mann. Ja? Und zwar geht es darum, sexmäßig. Mhm. Seine sexuellen Fantasien laufen immer nur auf eins hinaus. Er ist wohl juristisch veranlagt. Mhm. Er möchte, dass ich mit einem anderen Mann schlafe. Er kann wild fremd sein, im Endeffekt so, oder ist einer auf der Straße vorbei, zerrt ihn rein und er möchte dabei zugucken oder eventuell mitmischen. Aha. Sag mir mal, wie lange ihr verheiratet seid. 22 Jahre. 22 Jahre. Und diese Geschichte, dass er dann an einen Mann ranziehen möchte, ja. Das läuft jetzt ein paar Jahre schon. Da müsste ich ihn etwas länger ausholen. Das hat eigentlich wir waren ein Jahr verheiratet, mein Mann war damals beim Bund und da hatte ich 2, 3 Ausrutscher. Die habe ich ihm dann auch, als er vom Bund wieder heimkam, habe ich ihm die auch gestanden. Ja. Und da ging das eben so los, ungefähr erzähle mal und dann alles ganz ausführlich, dass er ihn anmachen und. Mhm. Gut, da habe ich auch nicht so das Problem drin gesehen, das habe ich auch mitgemacht. Es ging dann über mehrere Wochen, Monate und immer mal wieder so ungefähr, naja, als kleine Auffrischung. Obwohl, wie gesagt, Moment, halt, ich verstehe dich nicht richtig. Das heißt, damals ist das schon passiert oder hast du ihm das nur erzählt? Nein, damals habe ich ihm das nur erzählt. Ach so, angereizt hat. Ah ja, und ihn hat das angetörnt, was du erzählt hast, dass du mit anderen Männern was gemacht hast. Ja, genau. Mhm. Auch jetzt Beziehungen vor ihm, bevor ich ihn überhaupt kannte. Verstehe. Also so fing es damals an, vor 20 Jahren. So fing es damals an. Mhm. Alles ist irgendwie steigerungsfähig, was immer meine Devise ist. Und genau so ist es auch gekommen. Ja. Aber dann gab es eine lange Zeit in eurer Ehe, wo alles ganz normal gelaufen ist. Eigentlich relativ normal, ja. Ja. Und jetzt seit einigen Jahren, sagst du... Ja, seit er einen Computer hat, ist es nur noch Internet.
Da gehst du direkt so ein Portal oder irgendwie, wo sich dann so Gleichgesinnte treffen, hier Swingerclub und einen Partnertausch. Ja. Ist denn sowas schon passiert, dass du Männer, dass du fremde Männer mit nach Hause genommen hast oder reingeholt hast und er hat zugeguckt? Es ist vor einem Jahr passiert und zwar bin ich da mehr oder weniger reingelegt worden. Da hat mein Mann ans Heim gekommen und hat zu mir gesagt, mach dich ein bisschen schick, wir gehen schön essen. Wird mal wieder Zeit, wir müssen wieder raus, mal wieder was anderes erleben können, wir uns ja mal schön unterhalten. Ja. Da waren wir dann auch schön essen und irgendwann kam ein Mann dazu. Ah. Ja, da hat mein Mann mir dann vorgestellt, hier, tut, das ist sowieso, ich möchte jetzt keinen Namen nennen. Aber du kanntest diesen Mann nicht? Ich kannte diesen Mann nicht. Aber er hatte das so eingefädelt? Er hatte das so eingefädelt. Ah ja. Er hat mich direkt im Internet angeboten, so ungefähr, er möchte meine Frau mal ficken. Hey. Ja, ja. Mit Bildern und allen drum und dran. Worüber ich auch sehr schockiert war. Allerdings, finde ich auch. Mit Bildern. Ja. Der hat Bilder von dir ins Internet gestellt, dein Mann. Und hat angeboten, hier, wer will mit meiner Frau mal? Ja, genau. Und darauf hat einer angebissen und der kam dann zu euch da an den Tisch. Da haben etliche angebissen, sind wir dann nachher einmal gestanden. Und der hat wohl, was weiß ich, über 100 Leuten gechattet, nehmen wir mal so 5 oder 6 warm gehalten. In der Hoffnung, es wird irgendwann mal was. Okay. Dass er mich dann ein bisschen überzeugen kann. Aber mein Standpunkt war schon immer, wenn da keine Liebe im Spiel ist oder irgendwie gewissermaßen eine Verliebtheit, wo man sagen kann, eine Sympathie ist da, verstehe, und eine Dauerfreundschaft, würde ich mich da auf gar nichts einlassen wollen. Ich bin garantiert nicht der Typ, der Sex haben kann und einer guckt zu. Okay, so jetzt zurück zur Situation. Ihr wart am Essen, da kommt jemand dazu. Ja, da hast du mit an den Tisch gesetzt, okay, da wollte ich jetzt keine Szene in dem Lokal machen. Ja. Und, naja, mit einem Person unterhalten und da hat mich dann mehr oder weniger aufgeklärt, hat gesagt, hör zu, dein Mann und ich, wir haben so gechattet. Und du kennst ja dein Mann seine Fantasien und du wärst mir nicht unsympathisch, was würdest du davon halten? Ja. Und da habe ich ihm gesagt, ich halte davon eigentlich gar nichts. Aber dennoch hast du dich darauf eingelassen? Nein. Nein. Es ist aber dann so weit gekommen, dass mein Mann dann, als ans Bezahlen ging, das durfte der Mann dann übernehmen, weil ich ja praktisch als Gegenleistung dafür ausgestellt worden bin. Ja. Weil man zu ihm gesagt hat, na, wir fahren erstmal zu uns nach Hause, da können wir noch ein Gläschen Wein trinken, da könnt ihr euch ja mal ein bisschen beschnuppern. Da konnte ich auch nichts zu sagen. Ich habe dann zu meinem Mann gesagt, so war das nicht abgemacht hier und was soll das jetzt überhaupt? Du rumpelst mich. Okay, ich bin jetzt gespannt darauf, ob da was gelaufen ist zwischen euch. Ja, es ist was gelaufen. Ach so, doch, weil du gerade sagtest, nein, es ist nichts gelaufen. Also, war ein bisschen Verständnis, tut mir leid. Okay, also dann gab es den Sex, dann hast du mit diesem Mann geschlafen und dein Mann hat zugeguckt. Genau. Wie hat er mehr oder weniger auch mitgemischt. Und hat dann auch mitgemischt. Dergleichen. Ja, wie hat dir das gefallen? Gar nicht. Gar nicht. Ich kam mir total benutzt und dreckig irgendwie vor. Von beiden Männern im Endeffekt. Ja, kann ich verstehen. Weil für meinen Mann war ich mehr oder weniger bloß das Objekt, um seine Geilheit zu steigern oder zu befriedigen oder wie auch immer. Und er hat auf meine Gefühle da gar keine Rücksicht genommen. Ja, okay. Wie oft ist es seitdem nochmal passiert? Gar nicht. Gar nicht. Aber er will das immer wieder. Er will das immer wieder. Sag mal, Gabi, ich wäre an deiner Stelle so wahnsinnig sickig und sauer auf den Typ, dass der dich anbietet wie ein Stück Vieh. Ja, wir wollen es so ausdrücken. Ja. Hat das nicht zu einem irren Ehekrach bei euch geführt? Wir haben uns danach ausgesprochen, weil mein Mann dann gesagt hat, der Mann war dann weg, irgendwann in der Nacht ist er heimgefahren und hat mein Mann zu mir gesagt, das bringt nichts, der wäre zu eifersüchtig und er hätte es einmal mitgemacht und das macht man nie wieder. Daraufhin habe ich ihm 1-2 Tage später einen Brief geschrieben mit meinem ganz klaren Standpunkt nochmal, dass er schriftlich hat und habe gesagt, ja, steckt dir den Brief hinter den Spiegel. Ein für alle Mal, lass mich damit in Ruhe. Aber er lässt dich nicht damit in Ruhe. Nein. Er hat dann selber geantwortet, weil mit mir reden kann er angeblich nicht, da muss immer Alkohol im Spiel sein. Und mit besrunkenen Menschen zu reden, das bringt auch nicht so viel, nicht wirklich. Dass er mir dann praktisch auch geschrieben hat, ja, okay, er hat meinen Standpunkt akzeptiert, er würde sich das merken und er würde mit sowas nicht nochmal auf mich zukommen. Ja, aber er kommt auf dich zu. Er kommt immer wieder auf dich. Er war im Internet, es sind weiter Bilder von mir irgendwo im Internet unterwegs und wenn wir jetzt Sex haben, was seit der Zeit eigentlich schon noch total selten passiert, kann es passieren, dass er mit dem Sex auch anfängt, oh, wäre das jetzt schön, wenn ein Dritter dabei wäre und dass ich verlassen Also, Gabi, und, Gabi. Verstehe ich aber nicht, dass du da nicht radikaler reagierst. Ich finde, das ist so eine Beleidigung deiner Person und so eine Missachtung auch deiner Gefühle, dass er immer wieder damit anfängt und dass er dich jetzt wieder ins Internet gestellt hat. Da würde ich aber jetzt wirklich mit allen Mitteln mich dagegen wehren, die es gibt. Warum lässt dir das denn gefallen? Ja, du, eine große Diskussion gibt es ja, wie gesagt, in der Beziehung nicht. Da blockt er total ab. Ja gut, was heißt ablocken? Aber dann muss mal irgendwann doch Tacheles gesprochen werden. So geht man nicht mit einem Partner um. Und wenn jemand doch so mit einem Partner umgeht, dann geht der Partner irgendwann. Ja, das ist ja mein zweites Problem. Da habe ich in der Beziehung irgendwie Existenzängste.
Ja. Wir haben erst vor kurzem ein Haus gebaut, haben eine riesen Schuldenlast dadurch, haben noch zwei kleinere Kinder, die sind 11 und 12. Mhm. Und das ist alles irgendwie mit einer Scheidung, weil ich wäre ein Sozialfall. Also ja. Ich könnte den Kindern gar nichts mehr bieten. Und ja. Mein Mann hat dann wirklich zu mir gesagt, wenn du dich jemals von mir trennen würdest oder was, er würde sich tot sagen und Unterhalt oder irgendwas wäre gar nicht. Ah ja. Wäre dein Mann denn dazu zu bewegen? Ich meine, da ist ja nur einiges im Argen bei euch beiden. Ja, ja, ja. Wäre dein Mann dazu zu bewegen, dass er mit dir zusammen mal zu einer Eheberatung geht? Das habe ich schon mal angesprochen. Da hat er dann aber gesagt, das Thema vertagt man, da reden wir später mal drüber. Später ist es aber nie gekommen. So, jetzt machen wir Folgendes. Das ist eine ernstliche Krise, wo ich auch gesagt habe, also wir müssten wirklich mal dahin gehen, wenn dir noch was in unserer Ehe liegt. Ich finde Folgendes. Wir sollten Folgendes machen. Du bekommst gleich von meiner Psychologin, von der Claudia, eine gute Anlaufstelle bei dir in deiner unmittelbaren Gegend. Ja, das wäre sehr schön. Dann wirst du ihn nochmal darauf ansprechen, ob er mit dir zusammen dahin geht. Ja. Wenn er das nicht macht, gehst du alleine dahin. Das kann man auch. Mhm. Und dann hast du schon mal einen Anlaufpunkt und eine professionelle Unterstützung. Und dann sind schon mal einige Schritte getan, die euch und hoffentlich dir dann auch helfen werden. Ja. Okay, ja. Jetzt legst du auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Ja, okay, danke. Alles Gute. Kann ich ein Autogramm haben von dir? Ja, sag gleich die Adresse meiner Psychologin noch, okay? Ja, mach ich. Danke. Okay, tschüss. 0800 220 50 50, das ist unsere Telefonnummer. Unsere E-Mail-Adresse lautet domian@wdr.de. Wenn ihr euch gerne hier mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema, dann ruft an oder mailt. Und dann gucken wir mal, wie es funktioniert und ob ihr dann hier zu mir reingestellt werdet oder ob ihr durchkommt überhaupt. Marc, 28, hallo. Ja, hallo, Domian. Hallo, Marc. Hallo, es geht um meine Freundin, die ist bi. Die ist bi. Und ihre Freundin wohnt auch bei mir. Was? Und wir haben... Bitte? Und ihre Freundin wohnt bei dir? Ja, ich habe ein Haus und meine Freundin wohnt ja bei mir und ihre Freundin wohnt jetzt auch seit ein halbes Jahr bei ihr. Ach so, ihr wohnt zu dritt in deinem Haus? Ja, genau. Wie lange bist du mit deiner Freundin zusammen schon? 5,5 Jahre bin ich mit ihr jetzt zusammen. Schöne Zeit. Ja. Du liebst sie über alles und ist sie schon immer bi oder ist das irgendwie in den letzten Jahren so rausgekommen? Nee, das seit 2 Jahren so ungefähr. Ja. Also nur wittere ich schon Ungemach. Die Freundin wohnt mit in deinem Haus. Ja, das ist so. Die hat sie in Leipzig kennengelernt, weil sie da studiert hat. Und sie hat zu mir gesagt, guck mal, ich habe jetzt ein Mädchen kennengelernt in Leipzig und ich möchte gerne mehr kennenlernen. Da habe ich gesagt, wie, was? Ja, ich liebe die Frau. Ach. Da habe ich einen Schock gekriegt. Ach, so offen ist sie gleich damit umgegangen? Mhm. Wie, und die holst du jetzt in dein Haus, die Frau, in die deine Freundin verknallt ist? Ja, das ist so. Die hat zu mir gesagt, meine Freundin, entweder ziehe ich zu ihr oder du bist mich dann los. Oder sie zieht die rein. Das sind aber harte Bandagen, ja. Mit der sie da kämpft. Und da hast du dich breitschlagen lassen und die ins Haus geholt? Ja, ich wusste nicht, was ich machen wollte. Ich liebe meine Freundin über alles. Aber da macht man sich doch nicht zum Hansel, auch wenn man jemanden liebt. Wie lange ist sie jetzt schon bei dir im Haus? Ein halbes Jahr. Und wie läuft das? Im Moment nicht so gut. Die beiden Mädels haben Sex miteinander? Ja, wir haben auch manchmal Sex zu dritt zusammen. Ach so. Und bringt dir das was? Ist das okay für dich? Ist es schön für dich? Oder machst du es nur dein... Nein. Nicht schön, ne. Du machst es deiner Freundin zuliebe nur? Ja. Nur zuliebe. Und es kann durchaus passieren... Warum ist es nicht schön für dich? Weil, ich weiß nicht, ein Dreier finde ich nicht so schön wie zu zweit. Ich möchte eine Frau lieber alleine genießen, als wenn man dabei ist. Ja. Und wir schlafen zu dritt auch im Bett, weil sie es so möchte und ich... Ach, ihr schlaft immer zu dritt im Bett? Ja, wir haben ein großes zusammenes Bett und da schlafen wir alle Zeit zusammen. Und du hast mit der neuen Frau eigentlich gar nichts im Hut? Eigentlich nichts so, nee. Eigentlich interessiert die dich null? Null, nee, die interessiert mich nicht. Geht es sogar so weit, dass du sagst, ich finde die unsympathisch? Ja, das geht auch. Also da ist sogar ein Widerwillen gegen die Frau? Ja, aber ich möchte meine Freundin nicht verlieren, weil... Lass mich noch fragen. Ja. Passiert es auch, dass, wenn ihr da zu dritt, also ihr habt euch ein großes Bett gebaut oder gekauft? Gekauft. Wie breit ist das? Das ist 2 Meter. Das reicht aus für euch drei? Ja. Passiert das auch schon mal, dass die beiden Frauen dann sexuell was miteinander machen, während du daneben liegst? Ja, es passiert auch schon. Manchmal haben wir auch sogar eine Webcam und haben das live im Internet, aber
Das habe ich seit letztem erst mitgekriegt von Kumpels, weil die das gesehen haben im Internet. Ja. Und jetzt ist man hier bekannt in dieser Stadt hier. Die, Moment, das, die, wer hat die sind? Wer hat die Webcam aufgebaut? Ja, meine Freundin. Und du wusstest das? Und du wusstest das nicht? Ich wusste das nicht, nein. Aber das sieht man doch, wenn so ein Ding läuft, oder nicht? Ja, der Computer war ja aus. Wie? Kann man ja ausschalten, den Computer. Mhm. Das sieht man ja nicht, dass mein Computer an ist oder so. Ja. Das sieht man ja nicht. Also hat sie euch aufgenommen, während ihr zu dritt Sex gemacht habt? Mit, und man konnte die Gesichter auch sehen? Man konnte die Gesichter auch sehen, und die hat das ins Internet gestellt? In irgendwelche, ich weiß nicht, wohin man das stellt, aber irgendwie, sodass es öffentlich wurde? Das ist öffentlich wurde, ja. Das ganze Ort wusste Bescheid. Ja, ich bin fassungslos. Und wie hast du das denn letztendlich rausgekriegt? Ja, von meinen Kumpels, die haben das erfahren. Die haben es gesehen, die haben dich da gesehen, wie du zugange bist mit den anderen, mit den beiden Frauen und... Genau. Genau, deswegen. Und hast du sie denn nicht darauf angesprochen, was das soll? Ja, die wollte, dass das ganze Ort auch weiß, dass wir zu dritt seien. Warum? Ja, warum? Hör mal, was hast du da für eine Freundin? Was ist denn das für eine Tusse, Mann? Ja, ach, eine Tusse, ja. Ja, aber höre mal, ich möchte nicht verlieren. Ich aber was macht die denn alles mit dir? Ich meine, das ist ja schon eine eklatante Verletzung des Persönlichkeitsrechts, der Persönlichkeit. Heimlich das zu filmen und damit das andere Leute sehen. Ja. Abgesehen von der Erpressung, die sie dir antut. Abgesehen von der Demütigung, die sie dir antut. Ja, jetzt sind die alleine unterwegs und ich bin hier heute, wo ich meinen Geburtstag habe. Du hast Geburtstag heute? Ja, Geburtstag heute. Meine Gratulation. Dankeschön. Aber die Umstände sind gerade nicht sehr, sehr positiv. Nee, die sind nicht gerade rosig. Das ist es ja. Ich weiß doch nicht, was ich jetzt machen soll. Ich verstehe nicht, Marc, wie man sich so selbst erniedrigen kann. Dass du da nicht, da kannst du mir hundertmal erzählen, ich liebe die Frau, aber die liebt dich offensichtlich nicht so, dass sie solche Sachen mit dir macht. Ich weiß es nicht. Aber Liebe zeigt sie mir, das merke ich. Ja, wurde ja in dem schon genug enttäuscht, aber das merke ich, dass sie mir Liebe zeigt, das merke ich. Ja, aber sie zeigt ja doch nicht, wenn sie dich wirklich lieben würde, wirklich tief lieben würde, hätte sie gar nicht dieses Theater mit der Frau angefangen. Mhm. So, dann kann man immer noch sagen, naja, der ist vielleicht jemand, der gerade mal zwei Menschen liebt. Dann hätte sie, wenn sie dich wirklich lieben würde, dann hätte sie das nicht angetan, diese Frau mit in dein Haus zu nehmen. Sie weiß doch, dass du das nicht möchtest, oder? Sie weiß das, ja klar. Sie weiß das. Sie spürt wahrscheinlich doch auch deine Aversion, deinen Widerwillen. Ja, das merkt sie auch. So, und das ist, nennst du denn noch Liebe, wenn das ein Partner mit einem macht? Und dann kommt noch diese Geschichte mit der Webcam, die ja nun wirklich alles sprengt, auch noch oben drauf. Mhm. Kann ich nicht verstehen, Marc, dass du es mitmachst. Ich finde, dass du da viel zu weich und viel zu unentschlossen rangehst. Ja, was soll ich machen? Du sollst diese beiden Frauen aus deinem Haus rausschmeißen. Das sollst du machen. Beide rausschmeißen? Beide rausschmeißen. Aber wirklich, ohne Wenn und Aber und ganz radikal. So geht es nicht. So geht es wirklich nicht, finde ich. Und wann soll ich die rausschmeißen? Wie? Wann soll ich die rausschmeißen? So schnell wie möglich. So schnell wie möglich. Ja, es wird schwer fallen, weil ich sie... Ja, das ist mir schon klar, dass dir das schwerfällt, wenn du das die ganze Zeit hast mit dir machen lassen. Aber ich sag dir jetzt einfach als Außenstehender, als neutrale Person meine Meinung dazu. Und von außen betrachtet, ist das ein Unding, was da abläuft bei euch. Ja. Du musst ja nicht von heute auf morgen ausschmeißen, die sollen eine Chance haben, eine Wohnung zu finden. Also, aber letztendlich muss es darauf hinauslaufen. Ja, die kommen ja nicht. Guck mal, die hätte dich in den Wind geschossen, wenn du gesagt hättest, nein, ich bin damit nicht einverstanden, dass die Freundin mit ins Haus kommt. Ne? So hast du es mir gerade erzählt. Ja. Das zeigt ja schon, wie viel wert du ihr bist. Jetzt lässt sie sich da so verwöhnen. Jetzt bist du vielleicht ganz praktisch. Zahlt sie Miete? Zahlen die Frauen Miete bei dir? Nee, die zahlen nichts. Aha. Ich habe ja ein Haus, deswegen, die wohnen ja bei mir. Ja gut, aber es hätte ja sein können, dass sie sich erkenntlich zeigen. Nee, zeigen sich nicht erkenntlich. Ist ja auch praktisch. Und wahrscheinlich bist du... Ich bin auch beide arbeitslos. Ja, siehst du. Und wahrscheinlich bist du eh sehr praktisch. Wer weiß, was du alles noch so für die machst. Wenn du das wenn du diese großen Sachen schon hinnimmst, wirst du vielleicht auch vielen Kleinkram für die machen. Mhm. Nein, also, Marc, von meiner Seite aus, von außen betrachtet, als neutrale Person, beende das so schnell wie möglich. Und entledige dich dieser Situation da. Ja.
Ja, okay, dann werde ich da mal drüber sprechen. Ja. Weiß nicht, ob ich das überkraft, ich weiß es nicht. Ja, dann musst du dich noch mehr erniedrigen lassen. Irgendwann wirst du es vielleicht auch mal merken, dass es grauenhaft ist und du dir selbst wenig Gutes tust. Ja. Du musst da ein bisschen Rückgrat haben, Mensch. Das ist doch keine Haltung, die du da hast. Du sitzt da wie so ein kleiner Pudel vor dem Tisch und hoffst, dass ein Krümmelchen für dich abfällt. So ein Bild habe ich gerade von dir. Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon, ja. Ich wünsche dir viel Entschlossenheit und viel Kraft, dass du das schaffst, da jetzt rauszukommen. Die kommen ja in 2 Stunden. Die sind ja auch im Altschritt fest. Ja. Also, Marc, alles Gute. Alles klar, okay. Tschüss. Tschüss. Hier ist Britta. Britta ist 24. Hallo, Domian. Hallo, Britta. Na? Na, Domian, ich rufe an, weil ich kaufsüchtig bin. Du bist kaufsüchtig? Ja. Was kaufst du denn alles so? Alles. Alles. Vollkommen willkürlich, egal ob Klamotten, Schmuck, Lebensmittel, ein Regenschirm, den 500. Alles. Wo kaufst du das? Überall, ganz egal. Ob an der Tankstelle, im Supermarkt, beim Kaufhaus, überall. Seit wann geht das schon so? Seit 98, Ende. Seit 98 schon? Ja. Dann musst du ja unfassbar viel Geld ausgegeben haben. Ja. Wie viel? Na, ich habe so circa 12.000 Euro Schulden. 12.000 Euro. Hast du einen Job? Seit einem Jahr nicht mehr und dadurch ist es noch schlimmer geworden. Was hast du vorher beruflich gemacht? Ich habe im Export gearbeitet und habe das auch wirklich gern gemacht. Ja. Und dann hat die Firma Konkurs gemacht und danach ist das total ausgeufert. Und wie finanzierst du das jetzt? Du hast ja jetzt nicht viel Geld zur Verfügung. Jetzt im Moment ist es ganz schwer, ganz schlecht. Also ganz schlecht zu machen, oder wie? Ja. Das setzt mich noch mehr unter Druck, sodass ich es nicht kann, so wie ich möchte. Mhm. Wo ist der ganze Plunder? Ja, vieles habe ich gar nicht erst mit nach Hause genommen, habe das dann in der Bahn liegen lassen, weil ich nicht wusste, wie ich es erklären soll zu Hause. Lebst du mit deinem Freund oder? Ja. Ja. Weiß der das? Jetzt, also seit 2000, ja. Ja, seit 2000 immerhin, ja. Das sind ja schon 4 Jahre. Ja, er weiß auch nicht mehr, was er noch machen soll. Wir sind einmal zu so einer psychologischen Ambulanz gegangen und das war ganz schrecklich. Warum? Ich wollte da erst gar nicht hin, er hat dann aber gesagt, wir müssen was machen. Und dieser Psychologe war ganz schrecklich. Das, eine Stunde war ich mit dem da in diesem Zimmer und ich habe das alles erzählt und das ist mir unheimlich schwer gefallen. Und er hat dann immer gesagt, ja, und ich habe bestimmt Probleme mit meiner Mutter gehabt früher und ich hatte bestimmt keine gute Kindheit und das stimmt nicht. Daran liegt es nicht. Ich weiß ja auch nicht, woran es liegt, aber daran liegt es nicht. Also war das keine gute Erfahrung mit dem Psychologen? Nein. Ist ja immer mein Reden. Es gibt so viele, natürlich sehr viele schlechte Psychologen und es ist sehr schwierig, einen guten zu finden. Mhm. Es ist genauso schwierig, einen Arzt zu finden, mit dem man, wo auch die Chemie stimmt, den man ernst nimmt und der gut ist. Ich habe auch oft das Gefühl, ich werde nicht ernst genommen. Das wird oft so belächelt. So, ach, das ist typisch Frau. Frauen kaufen halt gerne viel. Ja, wobei das ja mittlerweile doch bekannt ist, dass es das Krankheitsbild der Kaufsucht gibt. Das ist ja finde ich schon. Du sagst gerade, ich habe vieles in der Bahn stehen gelassen oder gleich wieder weggeschmissen, was ich gekauft habe. Aber vieles hast du doch auch mit nach Hause genommen. Ja. Das heißt, zu Hause liegt doch auch sehr viel bei euch rum. Ja, extrem. Und es ist wirklich völlig sinnlos. Es geht nur um den Akt des Kaufens. Ja, und nur darum. Du brauchst es überhaupt nicht mehr hinterher. Nein, gar nicht. Ich habe auch kein Interesse mehr daran danach. Weil ich dann gleich weiß, dass das nicht richtig war. Kannst du mir das beschreiben, was das für ein Lustgefühl ist, diese Phase des Aussuchens und Kaufens? Kannst du mir das ein bisschen näher erklären? Ach, meistens ist das, wenn ich zu Hause Streit hatte oder so, oder wenn ich Frust habe, dann gehe ich los und in dem Moment, wo ich mir was aussuche, was ich kaufen möchte, geht es mir sofort gut. Und ich fühle mich, für mein Selbstwertgefühl ist ganz hoch in dem Moment. Ach so, genau, weil du ja da stehst und das Portemonnaie aufmachst. Genau. Und ich, Frau Britta, kaufe jetzt das und genau. Das. Ich bin wer. Und in dem Moment, wo ich es gekauft habe und es bezahlt habe, ist das ganz, ganz hoch, mein Selbstwertgefühl. Und es geht mir richtig gut. Ja. Wie lange hält das an? Nicht lange. So wie ich den Laden verlassen habe, früher hat es länger angehalten. Und inzwischen ist es, ich verlasse den Laden und sofort frisst mich, die Selbstvorwürfe fressen mich auf, weil ich weiß, dass es nicht richtig war. Ist das Gefühl des Selbstwertes größer, wenn du einen wertvollen Gegenstand gekauft hast, wo du viel Geld hast hinblättern müssen?
Nee, das ist vollkommen egal. Das ist wurscht, ob du einen Kugelschreiber kaufst oder ob ja. du einen ganz tollen Ring kaufen würdest. Ja, das ist vollkommen egal. Und hinterher geht es mir natürlich dementsprechend schlecht. 12.000 Euro Schulden. Ja. Wo? Bei einer Bank oder bei einer privat? Bank, ja. Und privat. Und jetzt gibt ja keiner mehr was. Nein. Und du hast jetzt gar kein Geld zur Verfügung und läufst Amok. Oder bist ganz, ganz aufgeregt, weil du nicht das tun kannst, was du eigentlich tun aufgrund deiner Sucht tun möchtest. Ich weiß einfach nicht mehr, wohin mit dem Druck, der sich so aufbaut. Wann hast du das letzte Mal was gekauft? Vor einer Woche. Und was war das? Ein Regenschirm. Ach, das war der Regenschirm. Ja. Wie ist es denn bei Sachen, die man wirklich auch kaufen muss, also so Lebensmittel beispielsweise? Macht dir das auch Spaß, oder? Nein, das mache ich eigentlich ungern. Ach so, das funktioniert also nur bei Sachen, die sinnlos sind eigentlich. Ja. Und wenn du dir mal wirklich ein paar neue Schuhe kaufen musst, weil die alten kaputt sind, macht's auch keinen Spaß. Nee, nicht so, ist anders. Mhm. Es ist nicht so schön, als wenn ich irgendwas Blödes gekauft habe. So, Britta, das ist ja schon hochgradig wirklich krankheitsbedingt, was du da alles erzählst. Ja. Ne? Und ich nehme das absolut ernst und niemand wird dich darüber deshalb auslachen oder wird das runterspielen und sagen, ach, die Frau hat einen Einkauftick. Über einen Tick geht das weit hinaus, was du gerade geschildert hast. Jetzt hast du einmal eine schlechte Erfahrung gemacht mit dem Psychologen. Daraus darfst du nicht lernen oder darfst du nicht falsch lernen, dass alle Psychologen schlecht sind. Weiß Gott nicht. Ja. Wie gesagt, vielleicht ist es dir auch schon gegangen, so gegangen, mir ist es oft so gegangen, dass ich einen normalen Mediziner oder irgendeinen Arzt gesucht habe und ich sitze da und merke, das geht nicht mit dem. Also habe ich mir einen anderen gesucht. Ja. Und so muss man das beim Psychologen auch machen. Vielleicht ist es beim Psychologen noch ein bisschen komplizierter, weil da geht es um persönliche Sachen, um Seele, da muss die Chemie wirklich stimmen und du musst unbedingt was unternehmen, aber ganz schnell. Ja, ich weiß. Aber es ist so, eigentlich weiß ich das alles. Und ich weiß, dass das nicht so nicht weitergehen kann und auch gar nicht darf. Aber es sind so ein paar helle Momente, sage ich immer, weil dann 5 Minuten später denke ich, ach, das kann so schlimm gar nicht sein. Ja, kann ich auch verstehen. Aber so ein heller Moment war zum Beispiel, dass du jetzt hier angerufen hast. Ja, das finde ich schon mal gut. Man muss ja immer die hellen Momente dann auch positiv sehen. Ja. Und wenn wir dir jetzt gleich ein paar Adressen geben werden, dann hast du die schon mal bei dir zu Hause liegen. Und in einem anderen hellen Moment rufst du da vielleicht mal an oder wendest dich an gleichermaßen Betroffener. Und so könnte allmählich eine Hilfe zur Selbsthilfe in die Gänge kommen. Ja. Ich habe das gerade nicht richtig verstanden. Diese Arbeitslosigkeit, hängt die damit zusammen? Nein, die Firma hat. Ach so, das ist ein anderes Dadurch Ding. Ist es halt noch schlimmer geworden, weil ich das echt gern gemacht habe. Ja, ich könnte mir aber auch vorstellen, ja klar, jetzt hast du ja auch so viel Zeit, bist tagsüber zu Hause und dann geht das nur im Kopf hin und her. Genau so ist es. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das deine Beziehung belastet. Ja. Ne? Ich meine, ich muss wirklich sagen, er steht voll und ganz zu mir, weil meine Eltern das nicht wissen. Und ich das auch nicht wollte. Und er steht voll und ganz zu mir. Er hilft mir auch immer, wenn ich nach Hause komme und gekauft habe und es mir danach sehr schlecht geht. Aber er geht halt nächstes Jahr ein Jahr weg. Und jetzt hat er natürlich Angst, was sein wird, wenn er nicht da ist. Ist es denn so, dass du ihn auch manchmal um Geld jetzt anbettelst? Nein. Das nicht? Nein. Und er gibt dir auch nicht aus Mitleid mal Nein, 50er nie. Rüber und nie. Das nicht? Er geht dann mit. Er sagt, wenn du was kaufen willst, dann sag, dann gehen wir zusammen. Ah ja. Aber ihm ist jetzt auch in letzter Zeit nicht die Hutschnur geplatzt, dass er gesagt hat, jetzt so geht's nicht mehr weiter, du musst noch mal was machen. Er sagt es immer mal wieder, aber er hat gesagt, es hat keinen Sinn, mich unter Druck zu setzen, dann gehe ich erst recht nicht. Hat er auch recht. Scheinst einen sehr netten, einen tollen Freund zu haben. Ja, Gott sei Dank. Ja. Deswegen, um letztendlich doch nicht Gefahr zu laufen, dass die Beziehung daran kaputt geht. Die Gefahr ist groß. Ja. Dass selbst der tollste Freund und der liebendste Mensch irgendwann sagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr drauf. Solltest du jetzt das Geschehen in die Hand nehmen? Und das war, wie gesagt, das ist der erste Schritt gewesen, hier anzurufen. Es gibt mit Sicherheit bundesweit organisiert Selbsthilfegruppen von kaufsüchtigen Menschen. Wäre vielleicht auch eine Idee, wenn du nicht gleich zum Psychologen willst, dich mit gleichermaßen Betroffenen zusammenzusetzen, Erfahrungen auszutauschen. Ja, das wäre vielleicht besser. Ja, wäre vielleicht besser. Werden wir dir gleich was geben, wie du das rauskriegen kannst, wo das bei dir ist. Das wäre super. Da sitzen auch wieder Leute, die vielleicht auch gute Psychologen schon kennengelernt haben, die sich genau auf dieses Gebiet spezialisiert haben und so kommt dann so einiges in die Gänge. Das wäre super. Du musst was machen, Britta.
Es ist nur, es ist nicht zu spät und irgendwann wirst du saustolz auf dich sein, dass du es geschafft hast und dass du es angegangen hast. Das hoffe ich. Ja, denn so könnte ich mir denken, ist das ja letztendlich auch immer eine Niederlage, ne? Und frustrierend für dich, wenn du es dann wieder gemacht hast. Ja, gerade wenn es dann mal so 3-4 Wochen alles super war. Und dann kommt es wieder so, dann ist es wirklich schlimm. Also, da muss jetzt gegengearbeitet werden. Mit allen Mühen, und es wird auch immer wieder Rückschritte geben, aber du musst dagegen agieren, etwas tun. Ja. Jetzt legst du auf und meine Psychologin, die Claudia, ruft dich an und wird dich versorgen mit den entsprechenden Alles klar, ich danke dir. Informationen. Alles Gute. Gut. Tschüss. Hier ist der Thomas. Hallo Thomas. Ja, hallo Jürgen, wie geht's dir? Danke. Und dir? Ja, danke, mir geht's auch ganz gut. Du bist 25. Ich wollte dir mal ein bisschen was von meinem verrückten Hobby erzählen. So, 25 bist du, ne? Richtig. Halt, du, lass mich ein bisschen raten. Wir raten mal ein bisschen. Du hast ein verrücktes Hobby. Ja. Ein sehr ungewöhnliches Hobby. Ja, das ist eigentlich was mehr für Frauen oder Mädels, wie man so sagt. Aber hat das was mit Kleidung zu tun? Nein, gar nicht. Hat das was mit Schminke zu tun? Auch nicht, nee. Nein. Hast du Kontakt mit anderen Menschen, die so etwas auch tun? Ja, mit ein paar. Ja. Hat das was mit Sammeln? Einer ja, auch. Ach, du sammelst etwas? Ja, auch. Auch. Ich komme mir vor, wie bei was bin ich. Spannend machen, oder? Bitte? Ich sag mal, soll man nicht so spannend machen, oder? Da, mir macht Spaß gerade. Ich will es ein bisschen spannend haben. Kostet das Geld? Ja, eine Menge. Eine Menge Geld sogar? Eine Menge Geld. Ah. Und machst du das schon lange? Ja, seit über 3 Jahren. Schämst du dich dafür? Nee, man wird aber dadurch ein bisschen in der Öffentlichkeit belächelt. Hat das irgendwas mit Sexualität zu tun? Nee, absolut nicht. Überhaupt nicht? Denke ich mal nicht, ne. Also du läufst nicht mit Pumps rum oder so? Nee. Ich muss mich outen, oder? Ja, raus damit. Ja, also ich bin Star und Promi geil. Du bist ja, das hätte ich natürlich jetzt nicht raten können. Ich bin Star und Promi geil. Richtig. Klingt nicht so sympathisch. Wieso? Ach, ich weiß nicht so. Also du hängst du den Leuten an Pelz irgendwie dran. Nein, es kommt ja auch immer darauf an, wie man sich gegenüber den Leuten verhält. Also bei mir ist es so, dass ich immer auf Großveranstaltungen gehe oder wo in die Hotels mich einchecke, wenn Veranstaltungen sind, wie heute Abend zum Beispiel der Komet in Köln. Und dann mache ich das so, ich kriege immer raus, in welchem Hotel die ganzen Stars und die Prominenten und die Sänger absteigen und dann nehme ich meistens auch vorher ein Zimmer. Was? Ja, und was dann setze ich mich in der Lobby hin und lass mich halt so mit den Leuten so fotografieren. Ach, du nimmst ein Zimmer in dem Hotel? Ja, was meistens auch nicht so billig ist, ne? Das glaube ich, weil die wohnen ja alle sehr schick, so, ne? Das kostet schon ein bisschen was, das, ne? Das glaube ich, ja. Aber dann mache ich das auch meistens mit einer Freundin oder mit einem guten Freund oder so, ne? Was heißt denn jetzt Promi geil? Heißt das, dass du die wirklich ganz nah treffen willst und sogar kennenlernen möchtest? Ja, oder reicht das, oder reicht ein Foto, oder reicht ein Foto aus? Nee, ein Foto, was habe ich denn? Ein Foto ist ja nur das Zeug für meine Freunde, dass ich den getroffen habe. Am meisten so die Handynummern austauschen oder wie, die so. Geben dir die Handynummer? Ja, was ist denn daran so Schlimmes, wenn man sich den Leuten korrekt gegenüber verhält? Also, sind doch auch nur Menschen wie du und ich, oder? Ja, aber ich wundere mich, dass die Menschen dir deine Handynummer geben. Ja, warum denn nicht? Ich würde nicht irgendjemanden, der, auch wenn er mich nett anspricht, meine Handynummer geben. Ja, das kommt ja nicht nach 3-4 Minuten. Ne? Wie gesagt, das ergibt sich dann so im Laufe des Abends in einem Hotel, wenn man was getrunken hat. Aha. Wenn man dann so aufdringlich ist wie ich, dann klappt das schon. Ja, ich witter das schon, ich mag schon. Endet das manchmal auch noch ein bisschen anders? Was heißt anders? Naja, du weißt schon, worauf ich hinaus will. Wenn es so wäre, würde ich da jetzt auch keine Auskunft drüber geben. Aha. Man genießt und schweigt. Menschen haben auch nur Bedürfnis, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist. Ne? Aha. Aber da ich ja nicht auf Frauen stehe, sondern auf Männer, ist das schon ganz cool, dass man da so viele Leute kennenlernt. Auch das dachte ich mir gerade so während des Gesprächs schon. Also es kann durchaus sein, dass man dann auch schon mal nochmal ein Gläschen im Hotelzimmer dann auch nochmal nimmt. Das kann auch sein, ja. Was machst du denn sonst in deinem Leben? Wie alt bist du? 25? Ich bin 25 und ich bin Altenpfleger. Altenpfleger? Also ein ganz solider Beruf, der dich sehr einspannt? Ja, richtig. Ja. Und das ist so deine Freizeit? Genau. Aber dieses Ganze kostet dann ja, wie du es gerade auch schon selbst gesagt hast, sehr viel Kohle. Ja, allein die ganzen Fotos entwickeln, also in dem Fotoladen, wo ich hingehe, da bin ich wirklich schon Stammkunde und ich bin da wirklich 2-3 Mal in der Woche. Ja. Ich muss die Fotos ja auch alle vergrößern und mir dafür Rahmen kaufen. Weil meine Wohnung, die ähnelt wirklich einem Museum. Also ich kann dir doch gerne mal was zukommen lassen. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch sehr ins Geld geht. Einmal die Reiserei und das Wohnen in diesen Luxushotels halt. Ja, das ist sehr teuer. Mhm. Aber wie gesagt, ich mache das meistens zu zweit, machen wir das, dann teilen wir uns das Hotelzimmer oder so. Aber trotzdem ist das eine Menge Geld. Da muss ja auch angemessene Klamotten haben. Man kann da ja nicht wie ein Schlund. Natürlich, natürlich.
Und das ist dann schon jetzt, eine Menge. Jetzt will ich mal ein paar illustre Namen hören, mit denen du dich hast fotografieren lassen. Wer hängt denn da so an deiner Wand? Ja, erstmal die ganzen Moderatoren so aus den Talksendungen. Leider bist du nicht dabei. So Arabella, Bärbel Schäfer, ja? Harald Schmidt. Ja, alles Mögliche, was Rang und Namen hat. Und Harald Schmidt hat dir seine Handynummer gegeben? Nein, natürlich nicht. Der ist gar nicht mein Typ. Nein, absolut nicht. Ja. Das hätte mich ja auch sehr gewundert. Das ist dann schon die jüngere Zielgruppe, die ich dann anspreche. So, ja, halt so Boygroups oder so. Ja, auch internationale Stars schon? Ja, auch. Also mit wem hast du dich fotografieren lassen? Ja, wo man denjenigen noch nicht so kannte, den Justin Timberlake von NSYNC oder die ganze Gruppe NSYNC, Backstreet Boys. Ja. Aber ich meine, das sind ja auch, wie gesagt, nur Musiker. Ne? Ich meine, die sind zwar jetzt nicht mehr so, sind zwar bekannt, aber ich meine, man hört ja auch nicht so viel von denen. Naja, die sind schon sehr berühmt, also wirklich. Wie lange machst du das schon? Ja, so seit 3 Jahren. Warum? Weil ich das Gute finde, weil ich das geil finde. Davon gehe ich aus, dass du es nicht unschön findest, ist mir klar. Aber ich kann mich nicht beklagen, mir geht es in dem Sinne auch gut. Aber ich finde es cool, wie die so rumlaufen, was die für Klamotten da haben. Und ich meine, die meisten sind du willst dich dann... David Beckham oder so. Hast du den auch schon getroffen? Nee, das nicht. Aber ich sag ja, die sind ja Trendsetter, die stehen gut, also du willst dich dann so ein bisschen in deren Licht sonnen? Ja. Ne, so kann ich habe einmal schon für Freund von Bärbel Schäfer gehalten. Es gab mal ein Foto und das hatte ich an die Bild-Zeitung geschickt. Ja. Und der Reporter hat das ein bisschen falsch verstanden und hat dann reingeschrieben, das ist der neue junge Freund. Ja. Und das hat dir gefallen? Auch an Bärbel Schäfer geschickt. Ja. Hat ihn heute ein bisschen geschmunzelt. Aber das ist doch alles so ein bisschen letztendlich doch auch frustrierend für dich, weil letztendlich bist du ja eben doch überhaupt nicht in dem näheren Umfeld dieser Leute. Du kriegst mal so ein bisschen was mit von denen und dann war es das wieder. Richtig. Ist das nicht dann doch unbefriedigend und frustrierend auf Dauer? Nö, man lernt dadurch auch andere gleichgesinnte Leute kennen, die genauso verrückt sind wie ich. Achso, da gibt es so Menschen, die so ähnlich sind und dann kommuniziert ihr miteinander, ihr kennt euch dann schon. Man schreibt Briefe, man tauscht Fotos aus, die wollen Abzüge von meinen Fotos haben. Ja. Oder man trifft sich halt auf Kaffee und labert halt, was man so macht oder so. Es könnte ja, eine böse Zunge könnte dir jetzt erwidern, Mensch Junge, hast du nichts Besseres zu tun? Ja, natürlich, das sagen auch sehr viele. Ja. Aber nee, warum? Ich finde das halt sehr lustig, wie gesagt. Was ist denn jetzt, nehmen wir mal den Fall, du verliebst dich in einen von diesen Prominenten dann? Ja, ich war mal eine Zeit lang in jemanden verliebt, ja. Und hat das geklappt? Ein bisschen? Nein, ich schwärme immer noch für den. Ich habe auch einen guten Kontakt zu demjenigen. Aber das ist doch dann auch sehr übel, ne? Weil man ist es übel, aber es ist doch schön, für jemanden zu schwärmen, den man ganz nett findet. Nee, aber es ist nicht schön, für jemanden zu schwärmen, in den verliebt zu sein, den man dann doch nie bekommt. Das ist nicht schön. Ja, das ist richtig, aber... Bist du im Moment in einer Beziehung? Nee. Ich glaube... Weil das kein Mensch toleriert. Genau, ich wollte gerade sagen, dann wird es kompliziert. Wenn du dich jetzt verliebst und hast eine Beziehung, einen Partner, ich glaube, dass der das nicht mitmacht, dann kriegt der einen zu viel. Ne? Richtig. Ja, die meisten, die sagen, ich will, wie gesagt. Aber ist es denn so, dass du dir sagst, okay, wenn ich mich wirklich jetzt groß verliebe, dann fahre ich dieses Hobby runter. Ist das so? Nee, das muss derjenige schon tolerieren. Ach komm, ich würde es auch nicht tolerieren. Wenn du mit einem zusammen bist und der wirklich groß in dich verliebt ist, dann ist es doch eine große Provokation. Ja, kann er doch mit mir mitgehen und das Gleiche mitmachen. Ist doch praktischer, wenn das zu zweit oder zu dritt macht. Ja gut, aber das geht ja bei dir auch immer so ein bisschen schon in das, weiß ich, ins vielleicht ins auch sich verlieben rein und so weiter. Da ist man doch eifersüchtig. Ja, weiß ich nicht. Ich meine, ich bin noch jung. Also Thomas, für eine Weile kann man ja immer so schräge Sachen machen, aber so auf Dauer finde ich es ein bisschen ärmlich. Da musst du deinen eigenen Weg finden, dein eigenes Leben. Und vor allen Dingen, wenn du dich verknallst in den Typ, ist deine Liebe immer das Allerwichtigste und nicht irgendwelche Glamour-Stars und Showbranche und so. Ja, aber wie gesagt, jeder Mensch hat so sein Hobby und ich finde es halt recht lustig, ne? Mach's mal noch eine Weile, vielleicht ist es dir dann auch irgendwann über. Ich bin auch heute Abend in Köln. So. Ja, aber heute ist ja die Kometverleihung. Ich weiß, ich weiß. Hast du denn schon jemanden Interessanten getroffen? Nee, also ich bin heute Abend erst in Köln, wie gesagt. Ach, heute ist das ja, genau. Ja, ich bin jetzt gerade ein bisschen. Von daher weiß ich noch nicht. Also ich werde mal gucken, was sich da so anbahnen lässt. Na gut, dann wünsche ich einen schönen Aufenthalt in Köln. Ja, gibt es denn eigentlich einen Traumpromi, den du noch nicht getroffen hast, mit dem du dich gerne mal fotografieren lassen würdest? Ja, absolut. Na, wer ist es? Ricky Martin. Ricky Martin? Ja. Ja, nicht schlecht. Also keinen schlechten Geschmack. Ja, der ist in der letzten Zeit... Und sieht gut aus. Ja, absolut. Der ist aber in der letzten Zeit gar nicht in Deutschland gewesen, ne? Ich habe den lange nicht... Ja, leider, aber der war schon ein paar Mal in Köln. Nur das ist dann sehr schwer, an den ranzukommen, ne? Wenn die ganzen Bodyguards... Das glaube ich, ja. Der ist wirklich wahrscheinlich wahnsinnig abgeschirmt. Ja. Aber sieht saugut aus. Aber jetzt habe ich noch eine ganz blöde Frage. So. Was kann man denn anstellen, um dich mal zu treffen? Da habe ich auch schon einiges... Da werde ich dir jetzt vor allen Dingen... Du hast doch mal so Bücher vorgelesen oder so. Ja, ja. Und da wollte ich dann hinfahren, habe ich mir aber nicht so ganz geklappt. Also im Moment gibt es keine Lesung.
Und ich werde den Teufel tun und dir jetzt sagen, wo ich so auftauche. Also eine Freundin sagte mir, du würdest in meiner Kölner Innenstadt mit Käppi und Sonnenbrille rumlaufen, die wohnt in Köln. Mit was rumlaufen? Mit Sonnenbrille und? Mit Sonnenbrille und Käppi, wenn du einkaufen gehst, damit natürlich die Leute dich nicht erkennen. Nein, so albern bin ich nicht drauf. Die Sonnenbrille habe ich schon auf, wenn die Sonne scheint. Ach so. Ja, in der Kölner Innenstadt bin ich oft. Das stimmt schon. Aber oder die Kölner dann ganz alleine so, ohne irgendwelche die Leute, die dich dann beschützen. Kölner Innenstadt, die ist ja groß. Da braucht dich dann auch keiner beschützen. So, und weiter sage ich jetzt nichts. Okay, alles klar. Lieber Thomas, schönen Aufenthalt in Kölle. Ja, danke. Ich habe noch eine Frage. Was kann ich denn machen, wenn ich dir einen Brief zukommen lassen will? Schickst du einfach hier an den WDR. Redaktion Domian. Okay, alles klar. Okay, tschüss. Okay, danke. Tschüss. Jo. 1.45 Uhr, 8 Sekunden. Hier ist Harry. Harry ist 45 Jahre alt. Hallo. Hallo. Hallo, Harry. Um was geht's denn bei dir? Ja, jetzt hätte mich schon fast der Mut verlassen, weil ich jetzt eine ganze Weile in der Warteschleife war. Ja, ich bitte mir das zu entschuldigen, dass ihr immer so lange warten müsst, aber es geht leider nicht anders. Nein, ne? Das ist kein Problem. Ja, es klingt etwas ungewöhnlich und vielleicht auch unglaubwürdig. Ich bin verheiratet, 6 Jahre lang, und quasi seit ich verheiratet bin, beziehungsweise seit meine Frau schwanger war mit unserem Sohn, der jetzt fast 6 Jahre alt ist, habe ich keinen Sex mehr mit meiner Frau. Und wenn ich sie darauf anspreche, dann blockt sie ab, will nichts davon wissen. Und ich habe ihr auch schon vorgeschlagen, mal eine Therapie zu machen. Also sie sagt, sie belastet das zwar auch, aber es wird schon irgendwann mal wieder kommen. Aber das höre ich nun schon seit Jahren. Und mein Problem ist, dass ich, meine sexuellen Triebe ab und an, nicht sehr häufig, aber ab und an kompensiert habe durch käuflichen Sex. Und letztendlich bringt mir das aber nicht viel. Ja. Ich möchte den Sex mit meiner Frau haben. Ja. Und Welch Unterbrechner, weiß deine Frau, dass du zu Huren schon gegangen bist? Nein, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob sie das vermutet, ob sie sich das denkt und nur nichts drüber sagt, aber wie gesagt, wir sprechen da nicht drüber, und wenn ich das Thema auf dieses Problem, oder wenn ich die Aufmerksamkeit auf das Problem lenken möchte, dann blockt sie einfach ab. Wie war denn eure Sexualität vor der Geburt des Kindes? Das ist ja gerade das Problem für mich, die war ausgezeichnet. Und das war wirklich schlagartig danach vorbei? Ziemlich, ja. Und es wurde nie darüber gesprochen, warum das so ist? Ich habe es versucht. Sie sagt einfach, ja, nicht bloß, dass sie jetzt müde und abgeschlagen ist und gestresst ist, das vielleicht auch, aber sie ist jetzt einfach nicht bereit, sie kann jetzt nicht. Und okay, das kann man ja mal vielleicht über einen gewissen Zeitraum sagen, aber 6 Jahre ist ja unglaublich. Wie hat sie das denn damals, nach der Geburt, versucht zu begründen? Da muss ja, wie waren so in der ersten Zeit ihre Begründung? Auch immer so auf dem Niveau der Ausrede? Gut, da habe ich das auch verstanden, weil, wie gesagt, die Schwangerschaft war nicht ganz einfach. Okay, so eine gewisse Zeit danach kann man ja auch noch sagen. Aber irgendwann, sondern nach einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, was hat sie da gesagt? Dass sie einfach nicht kann. Ich soll es bitte akzeptieren. Und warum kann sie nicht? Das möchte ich auch gerne wissen. Hast du nicht weiter nach Geburt? Nee, beziehungsweise wenn ich versucht habe zu bohren, dann wurde sie pampig, aggressiv, und ich habe es dann halt immer wieder zurückgesteckt, weil ich muss dazu sagen, unser Familienleben ist, abgesehen davon, sehr harmonisch, wir verstehen uns gut, wir haben viele gemeinsame Interessen, wir haben einen wunderbaren Sohn. Ja. Eigentlich eine tragische Situation. Alles andere funktioniert sehr gut. Ja, und das funktioniert überhaupt nicht mehr. Und das funktioniert überhaupt nicht mehr. Weißt du, hast du eine Ahnung, ob sie sexuelle Interessen hat, aber sie eben nicht mit dir lebt? Also sprich... Ja, das habe ich auch schon vermutet. Ich habe sie auch darauf angesprochen, hat sie gesagt, selbstverständlich nicht. Auch vom zeitlichen Rahmen her wäre ihr das sicherlich nicht möglich. Also sie hat keine anderen Affären nebenher laufen? Nee, nicht, dass ich wüsste. Also ich kann mir es auch nicht vorstellen. Weißt du, ob sie sich selbst befriedigt? Glaube ich nicht, weil wir haben das Thema auch mal angesprochen. Dann habe ich gesagt, ja gut, ich habe zwei gesunde Hände und werde das also, wie gesagt, für mich selber ausgleichen. Dann hat sie gesagt, ja, das verstehe ich ja. Dann habe ich gesagt, ja, machst du das auch? Und eine gescheite Antwort habe ich nicht bekommen, also ich vermute, nein. Also sie windet sich immer, wenn es um das Thema Sexualität geht, windet sie sich weg? Ja, windet sich wie ein Aal.
Du kennst sie ja vorher, du weißt, wie sie vorher drauf war. Ja. War sie eher schon ein sexueller Mensch? Ja, doch. Doch. Das ist ja das, was mich so verwirrt. Weil das Ganze, ein großer Kontrast jetzt dann stattgefunden hat. Nach der. Absolut. Ja. Wie ist es denn so mit Erotik oder Zärtlichkeit? Gibt es die zwischen euch beiden? Zärtlichkeit, ja, gedehntes Ja. Also wie gesagt, wir begrüßen uns mit Küsschen und mit allem. Und kuschelt ihr im Bett? Bitte? Kuschelt ihr im Bett? Selten. Wenn, dann sagt sie, ach Mensch, ich bin so müde und der Kleine hängt immer an mir dran und jetzt kommst du auch noch. Ja, ab und an. Achso, das macht dir denn auch keinen Spaß? Wenn dann kuschel mir mal, aber ich habe so das Gefühl, es ist ihr dann am liebsten, wenn es wieder aufhört. Mhm. Also wenn es wieder zu Ende ist. Also, als ob sie mir jetzt einen Gefallen tut. Und sie hat mal ganz deutlich gesagt, ja, ich weiß, ich weiß, dass es ein Riesenproblem ist und es belastet sie auch. Mhm. Und andere Frauen, die würden dann praktisch ihren Pflichten nachkommen und sie kann das einfach nicht. Ja. Und dann habe ich zu ihr auch signalisiert, wenn sie das nur mir zuliebe macht, sozusagen sich nur hingibt, damit ich Ruhe gebe, das würde mir auch keinen Spaß natürlich machen. Und natürlich. Das ist auch so. Das ist nicht bloß so dahingesagt. Das ist auch völlig klar, Harry. Aber was ich nicht verstehe, ist, wenn ihr so eine, ihr habt eine gute Beziehung. Ja. Ihr lebt eigentlich wie die besten Freunde zusammen. Oder wie Bruder und Schwester. Richtig, du bringst es auf den Punkt. Ja. Wie Bruder und Schwester. Und wenn man eine gute Beziehung hat, redet ihr über alles? Eigentlich ja. Ja. Nur das Thema wird seltsamerweise von ihr immer ausgeklammert und immer abgeblockt. Das finde ich so seltsam, dass sie weiß ja, dass das für dich ein großes Problem ist. Und letztendlich ist es für sie ja auch dadurch ein Problem, dass es für dich ein Problem ist. Ja. Dass sie nicht sich bemüht, dir das zu erklären, weil du als so naher Mensch doch ein Recht darauf hast, das zu erfahren, was da los ist. Ich würde an deiner Stelle seit 6 Jahren grübeln. Findet die mich nicht mehr attraktiv? Das ist die jetzt lesbisch gefragt. Geworden? Oder ja. man denkt ja alles Mögliche. Ja. Hat die einen anderen Typ oder was ist passiert? Ganz genau. Oder ist sie vielleicht einfach krank? Weiß man ja auch alles gar nicht. Ja. Aber es wäre ja so gut, etwas zu wissen. Damit könntest du ja etwas anfangen. Ich habe auch gefragt, findest du mich nicht mehr attraktiv? Ja. Mein Gott, ich habe in den 6 Jahren, das ist nicht nennenswert, ich habe 2 oder 3 Kilo zugenommen. Ja. Und dann habe ich gefragt, ja, ist es das vielleicht? Und sagt, Quatsch, nie im Leben. Oder ich habe gesagt, ich habe ein paar Haare weniger, als wir uns kennengelernt haben. Meine Haare sind etwas dünner geworden. Ja. Ist irgendetwas, was dir an mir nicht mehr gefällt? Habe ich Mundgeruch? Findest du mich nicht mehr attraktiv? Nein. Das so, ist jetzt hast du natürlich deinen sexuellen Druck. Völlig verständlich. Ja. Du bist schon ein paar Mal ausgeschert. Ja. Wie soll das jetzt weitergehen? Wie gesagt, es läuft so, dass ich ungefähr einmal im Monat sozusagen ausschere. Nur, ich muss dazu sagen, das stellt mich nicht zufrieden. Das ist für einen Moment, ist mein Druck vorbei. Aber ich würde dieses ganze Thema wieder und neu auf den Tisch legen, angereichert mit diesen Wahrheiten und diesen Informationen. Sag ihr, dass du so und so oft schon bei Huren gewesen bist. Sag ihr, dass du es eigentlich gar nicht willst, dass du viel lieber mit ihr schlafen möchtest. Sag ihr aber, dass es nicht anders geht. Und verbinde es nochmal mit einem wirklich eindringlichen Appell an sie, dass sie dir erklären soll, was los ist. Oder dass, ob ihr vielleicht zusammen etwas unternehmen solltet bei einem Therapeuten. Aber dass irgendetwas geschieht. Ich wäre ja bereit, ich bin auch vielleicht eher der Typ, der zuerst mal die Schuld bei sich sucht, in Anführungszeichen Schuld. Ich habe gesagt, ja, kann ich irgendwas tun? Ja. Ich bekomme ja keine Antwort. Ja. Meine ganze Sympathie und mein ganzes Werten und meine ganze Meinung ist auf deiner Seite. Wirklich, rundrum. Ich finde, dass alles okay ist und du dich korrekt verhalten hast. Ich finde auch überhaupt nicht schlimm, dass du bei einer Prostituierten warst. Ich habe auch mittlerweile, am Anfang hatte ich noch ein schlechtes Gewissen, das habe ich gar nicht mehr. Kann ich verstehen, aber es darf nicht so weitergehen, finde ich. Ich habe mir mittlerweile, wie gesagt, durchs Internet das ein oder andere in der Stadt, in der größeren Stadt, in der Nähe, wo wir wohnen, da habe ich mir gedacht, ja, das könnte mir passen. Und das Seltsame ist, wenn ich mir eine Prostituierte rausgesucht habe, dann ist es so jemand, die meiner Frau ähnlich sieht. Also, ich finde, du solltest das Fass nochmal aufmachen. Aber wirklich ganz radikal auf und ihr alles sagen, was los ist und was du tust. Ehrlich gesagt, da habe ich Angst davor. Ja, musst du machen. Ich finde, da muss jetzt etwas aufgebrochen werden. Das ist zu betoniert, euer Verhalten. Das muss jetzt durch neue Aktionen, durch Wahrheit, durch Reden muss das aufgebrochen werden. Mit der großen Chance, dass ihr vielleicht wirklich dann eine Lösung auch für euch findet. Ja, oder aber, dass sie völlig schockiert ist und
alle Brücken abbricht. Das ist immer meine Angst gewesen, weil aber ich, Harry, ich möchte sie nicht verlieren. Nein, das Ganze, also das wird die Frau aber auch wirklich kapieren, dass du sie nicht verlieren möchtest. Wenn sie das nicht kapiert, dann kapiere ich diese Frau nicht. Und du schilderst sie mir eigentlich auch doch als jemanden, der sehr zugänglich ist. Nur in diesem Punkt eben sehr, sehr, sehr. Das ist ja das Perverse, muss ich schon sagen, was ich selber nicht verstehe. Mhm. Sie ist lieb, nett, wird geschätzt von aller Welt, als verständnisvoll, kann gut zuhören, möchte wirklich sagen, hat Herzenswärme oder wie man heutzutage sagt, einen hohen EQ. Ich verstehe, dass du davor Angst hast. Da hätte ich auch Angst vor. Das ist natürlich nach 6 Jahren ist das ein aufregendes Unternehmen und aufregendes Unterfangen. Aber tu es. Ich bin sicher, dass es was Neues in Gang bringt und die Chance, dass etwas Befriedigendes rauskommt, die ist groß. Die ist auf jeden Fall da. Die ist nicht da, wenn ihr jetzt einfach so weitermacht. Das wird immer frustrierender und immer schlimmer für dich. Ja. Sprich, leg die Karten auf den Tisch. Ich hab schon gedacht, als ich angerufen habe, das glaubt mir sowieso kein Mensch. Doch, ich glaube dir das. Ich glaube es dir wirklich. Aber ich denke mal, es ist wirklich auf der Welt, es gibt nichts, was ja, es nichts gibt. So ist es. Ja gut, wie gesagt, des Öfteren ist man abgelenkt durch Arbeit, durch das ganze Alltagsgeschehen. Nein, da müssen wir gar nicht... Wenn ich es auf einmal zusammenrechne, jetzt sind wir 6 Jahre verheiratet, wenn ich habe Kassensturz gemacht, ich habe ein Fazit gezogen, an sich ist es prima gelaufen. Wir verstehen uns in vielen Sachen gut. Und okay. Das ist ja das. Also, ich eben nicht. Genau, da eben nicht. Und das soll sich ändern und du tust was. Und ich wünsche dir alles Gute dafür. Gut, danke schön. Alles Liebe, Harry. Tschüss. Jo, tschüss. Charlotte ist noch hier. Charlotte ist 18. Hallo. Ja, hi. Hi. Thema. Also es geht bei mir darum, dass ich mit dem Freund von meiner besten Freundin geschlafen habe. Immer so diese Sache mit Freundin oder Verwandtschaft. Mit dem Freund der besten Freundin. Ja. Einmal? Einmal, ja. Du, mach mal bitte den Fernseher und das Radio ganz leise. Ja, mach ich. Wer weiß davon? Eine andere Freundin, aber sonst eigentlich keiner. Ja, wie ist es dazu gekommen? Also das war so, wir waren zusammen in der Disco und sie ist früher nach Hause gefahren und ich bin dann mit ihm im Auto gesessen und dann ist es dazu gekommen. Ja. Hattest du ein bisschen was getrunken? Ja, hatte ich. Ja. Wie denkst du heute darüber? Also, ich habe mich in ihn verliebt, das ist ja das Problem. Ach so. Das war nicht nur eine schnelle Sexgeschichte. Nee, es ist schon für mich. Eher sich in dich auch? Weißt du das? Also, er meinte, wenn sie nicht da wäre, dann würde er schon wirklich drüber nachdenken, ob er mit mir was anfangen würde. Wie lange ist das jetzt her, diese Sexnummer? 1 Monat. Und hast du dich seitdem noch mal ein paar Mal oder öfter mit ihm getroffen? Ja, ich sehe ihn halt. Also sie wohnt bei mir. Sie hat auch ziemliche Probleme zu Hause, deswegen sie wohnt bei mir. Ach, sie wohnt bei dir in der Wohnung? Ja. Mhm. Und ich kenne sie auch schon seit dem Kindergarten. Und ich weiß einfach nicht, was ich jetzt machen soll. Das, weil ich sehe sie jeden Tag und ich habe so ein schlechtes Gewissen. Und das ist deine beste Freundin? Ja, schon immer eigentlich. Charlotte, ich habe es schon ein paar Mal hier gesagt. Für mich gilt immer so eine ganz, ganz eiserne... klare Regel. Hände weg von den Das war für mich eigentlich Partnern auch immer der besten Fall. Freunde. Mhm. Aber in der Situation hat er angefangen. Okay. Also das kam nicht von mir. Okay, nun kann man ja sagen, ist einmal passiert, ist blöd gelaufen, schwamm drüber und jetzt nehmen wir uns zurück und reißen uns am Riemen und da passiert nichts mehr. Jetzt ist das, ne, so könnte man es ja handeln. Ja, aber ich bin so in ihn verliebt. Ich habe mich wirklich bis über beide Ohren in ihn verliebt und ich weiß nicht, was ich machen soll. Und er hat ja auch zu mir gesagt, dass er mich auch nett findet, auch mehr als nett. Nur dass die sind seit 1,5 Jahren jetzt zusammen. Und bist du denn vorher auch schon verliebt in ihn gewesen? Nein, das ist eigentlich erst gekommen seit der Situation. Aber man ist doch nicht verliebt nur dadurch, weil man einmal mit jemandem gepennt hat, wenn man den vorher sogar schon ziemlich gut gekannt hat. Nein, das war jetzt nicht aus der Situation. Also ich fand ihn immer schon nett, weil er war ja der Freund von meiner besten Freundin. Deswegen habe ich mich immer mit ihm gut verstanden und wir haben uns auch wirklich sehr gut verstanden. Und vielleicht war es das auch schon ein bisschen und du hast es nicht wahrhaben wollen vorher. Kann ja auch sein. Kann auch sein, ich weiß es nicht. Ja, schwierige Entscheidung. Jetzt musst du entscheiden, was ist dir wichtiger? Die Freundschaft mit deiner besten Freundin, die du schon so lange kennst? Ja, eigentlich, wenn ich so sagen würde, würde ich sagen, sie ist mir schon wichtiger, weil es unter uns wirklich auch immer eine strenge Regel war. Wir würden nie was mit dem Freund oder mit dem Ex-Freund machen. Und vor allen Dingen, er würde sie ja gar nicht für dich verlassen, ne? Nee, würde er nicht. Also
Naja, würde er schon. Hört sich eher so an, als, naja, wenn ich frei wäre, dann könnten wir mal reden, aber jetzt nicht. Mensch, Charlotte, ich würde dir raten, wirklich, wenn du es irgendwie auf die Reihe kriegst, fahr dich zurück, vielleicht kannst du es jetzt noch. Fahr das Verliebtsein runter, vielleicht geht es jetzt noch, ich weiß es nicht. Ja, ich sehe ihn ja fast. Ja, ich weiß, immer. Aber du siehst auch deine Freundin jeden Tag. Wenn das irgendwie geht, würde ich sagen, mach das so. Wenn es nicht geht, gut, dann muss die Liebe halt ihren Weg nehmen. Jetzt nimmt aber die Sendung hier ihren Weg und die ist gleich vorbei. Mhm. Alles Liebe, alles Gute. Ja, danke. Tschüss. In der Technik, Malte E-Mails. Morgen sind wir auch wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Gute Nacht. Tschüss. Freitag, der 24. September. Es ist 2 Uhr. Vom Bayerischen Rundfunk hören Sie Nachrichten. Hamburg. Die Einigung zwischen dem türkischen